Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. In dieser Woche ist leider nicht allzu viel passiert, aber ich zeige euch mal, was passiert ist. Der Elektriker war da, der Maler war endlich da und das Ganze zeige ich euch einmal. Fangen wir mal mit den Elektrikerarbeiten an. Die Steckdosen wurden soweit vorbereitet, also es hängen keine Kabel mehr raus. Das seht ihr hier im oberen Bereich überall wunderbar. Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, was wahrscheinlich noch nicht so schön ist, ist für die Lampe. Ihr seht normalerweise, ich zeige es euch mal kurz hier, dass wir so ein langes Kabel raushängen haben, für nachher ja, für eine Lampe anzuschließen, Licht. Aber hier im Ankleidezimmer finde ich das so ein bisschen sehr kurz. Aber mal gucken, ob der Elektriker das Kabel noch weiter rausziehen kann. Denn was ich noch im letzten Video zeigen wollte, dass wir hier auch eine Beschädigung haben. Ich versuche mal so nah ranzugehen, wie es geht. Aber ihr seht, an dieser Klappe ist eine Beschädigung. Das müsste dann auch ausgetauscht werden, repariert, wie auch immer. Dann kommen auch noch, genau, was ich gar nicht gesagt habe, der Fliesenleger war da. Das soll jetzt auch am Montag geschehen, dass hier Fliesen gelegt werden. Erst die Wände, danach der Boden. Der hat hier auch einiges angezeichnet, abgesprochen, wie wir das gerne hätten, wie er das fließen soll, und deswegen hat er das hier alles mal angezeichnet, wie das später aussehen soll. Dann hat er sich noch irgendwelche tollen Notizen gemacht, falls jemand damit was anfangen kann. Ich kann es auf jeden Fall nicht. Ja, so sieht die Situation dann auch hier aus, wie das Ganze gefliest wird. Ja, und dann gehen wir nochmal runter und gucken uns das da an. Hier im Eingangsbereich hat der Fliesenleger sich auch schon mal einiges angezeichnet. Auch irgendwas aufgeschrieben, wie das Ganze nachher hier aussehen soll, wie wir es besprochen hatten. Der ganze Eingangsbereich wird hier gefliest einmal und natürlich auch das kleine Gäste-WC wird gefliest. Dort hat er sich auch ein paar Markierungen gemacht. Nichts Spektakuläres jetzt. Auch unten hier im Haus wurden jetzt überall die Steckdosen soweit vorbereitet. Das geht wahrscheinlich die Tage auch noch alles weiter. Sonst ist halt hier nichts passiert, außer dass draußen die Malarbeiten stattgefunden haben. Das zeige ich euch gleich. Und dann habe ich noch mit meiner Schwester einmal besprochen, wie das Ganze hier im Haus nachher aussehen soll. Also das heißt, welche Farbe an welche Wand nachher kommt, in welchem Design und habt ihr nicht gesehen. Das werden wir euch dann auch nochmal zeigen, die Tage, beim anderen Video. Das Ganze wird einmal vorher grundiert und dann wird gestrichen. Aber alles zu seiner Zeit. In 2 Wochen können wir hier rein und loslegen. Also in 2 Wochen ist das Haus fertig. Wir haben auch schon mal einen Boden geholt. Wurde auch mit dem Bauleiter abgesprochen. Durften wir hier erstmal im Wohnzimmer mitten in den Raum legen, da sie auch noch die Scheibe da noch reparieren müssen. Ihr wisst es ja. So sieht der ganze Boden aus. Ich muss dazu sagen, der Boden sieht in echt komplett anders aus. Die Kamera kann das nicht so wiedergeben, wie das in echt aussieht. Das ist eigentlich viel, viel heller und hat einen deutlich höheren Graustich. Aber ja gut, so sieht es halt aus. 51 Pakete liegen bereit zum Verlegen. Das machen wir auch selbst. Werdet ihr dann auch im Video sehen. Falls der eine oder andere noch wissen möchte, was für ein Boden das genau ist, das ist ein Klick-Vinylboden, der super pflegeleicht ist. Das heißt, wenn mal Wasser umkippen sollte auf dem Boden, quillt er nicht auf wie Parkett, der quillt er meistens dann auf und ist dann kaputt, wenn Wasser dann raufkommt und ein bisschen länger liegt. Das ist natürlich bei einem Klick-Vinylboden nicht der Fall und deswegen haben wir uns für diesen super pflegeleichten Boden entschieden. Der Boden kommt nicht nur hier unten rein, in Wohn-, Ess- und Küchenbereich, sondern auch oben ins Haus. Daher haben wir uns so viel Boden gekauft. Wir wollen das natürlich einmal einheitlich haben, oben sowie unten. Daher die 51 Pakete. Natürlich sind ausgeschlossen der Flur, Hauswirtschaftsraum und die Bäder. Die kriegen natürlich Fliesen. Dieses Jahr fallen auch übrigens die Steuern weg auf Solaranlagen. Das heißt, wir kriegen 3000 Euro wieder. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Oder müssen 3000 Euro weniger bezahlen. Und hier seht ihr einmal die Malarbeiten, die passiert sind. Sieht auch viel, viel besser aus. Das heißt, diese Woche hoffe ich doch, dass endlich das Gerüst wegkommt. Dann hat man da einen richtig schönen Eindruck, wie das Ganze auch aussieht.
Ja, mehr kann ich euch gar nicht zeigen. Diese Woche ist halt echt nicht viel passiert. In der nächsten Woche wird interessant. Dann kommen ja Fliesenleger, wahrscheinlich auch der Treppeneinbau und so weiter und so fort. Also wie immer, falls euch das Video gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich mega freuen und unterstützen. Und bis dahin, Leute, macht's gut, haut rein und ciao.